So, Leute, wir wechseln heute mal die Dichtung zwischen den Ölfiltergehäuse und ja, dem Motorblock, weil da sifft es nämlich ordentlich raus. Das sieht man auch, wenn der Motor an ist, dass man es richtig so strömend raus laufen sieht. Und die wechseln wir heute mal, beziehungsweise zeigen wir euch, wie die heute zum Wechseln geht. Und ja, dann geht's los. Also, das sind 6 Schrauben. Am besten erst die oberen und dann die unteren. Falls noch Öl drin ist, dass es nicht gleich von oben nach unten durchschießt, sondern dass es dann noch in die Ölwanne läuft. Am besten dann den Deckel hier öffnen, bevor er das abschraubt, weil dass das Öl durchsickern kann bis in die Ölwanne. Weil das kann passieren, wenn er es dann wegschraubt, dass die ganze Kacke, sag ich jetzt mal, Entschuldigung, euer Boden versaut. Beziehungsweise haben wir ja was drunter. Aha. Und das wäre sinnvoll. Pappkarton hier unten drunter. Ja. Oder ein Eimer oder sowas. Am besten, ich habe mir jetzt eine Zeichnung aufgeschrieben, wie der Riemen drauf gehört. Wer es weiß, braucht es glaube ich nicht, aber wäre sinnvoll, der wo jetzt das erste Mal macht. Da habe ich mir hier Löcher reingemacht von den Schräubchen. Genau. Weil die sind unterschiedlich lang. Und wenn man die jetzt einfach so kreuzig quer rein steckt, dann hält euch die ganze Kacke nicht mehr. Ja. Schauen wir das Ding halt jetzt mal ab. Jetzt kommt wahrscheinlich wegen Öl, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, das hält jetzt. So, und am besten, so jetzt hat, da hinten ist ein Stecker dran, hier hinten. Öldruckschalter. Genau, den müsst ihr abmachen, nicht, dass er den dann abreißt. Da ist eine Metallklammer dran, gut, ich habe sie schon verloren, aber ist nicht tragisch, halten tut es trotzdem. So, jetzt putzen wir jetzt das Öl weg, dass wir danach wissen, okay, ob es dicht ist oder nicht. Weil wenn jetzt Öl noch drauf ist und wir das Ding wieder draufschrauben und es tropft, dann merkt man es nämlich nicht mehr. Deswegen immer schön abputzen. Am besten auch hier den Rand. Alles halt, wo wegen voller Öl ist. Am besten mehr Bremsenreiniger, aber da ich jetzt keinen zur Hand habe, muss man halt mit dem Lappen machen. Also ich tue jetzt, da die Dichtung ziemlich rangepappt oder gebicht oder wie man auch dazu sagen kann, war, mit dem Messer habe ich das, mit einem Cuttermesser oder Rasiermesser geht auch, habe ich jetzt das abgeschabt und anschließend mit dem Messer, wo die Teile oder ohne drunter gingen, habe ich jetzt einfach weggeschleift. Dass die Fläche plan ist. Genau. So sagt man. Ja, genau. Halt. Am besten da ganz, ganz feines Schleifgummi verwenden. Zu grobes verkratzt ihr alles. Ja. So, dann am Schluss bisschen die Späne, also nochmal mit dem Lappen drüber, die Späne wegmachen, dass auch wirklich alles sauber ist. Nur dass dann wieder, wenn wir es eingebaut haben, dass das wieder tropft. So. Auf der Seite vom Filtergehäuse am besten auch abschleifen und sauber machen. Genauso wie dort. Sicher ist sicher. So, die Dichtung dann passend drauflegen. Bei meinem Fall wäre es dann so, wenn sie halten wird. Die ersten zwei, ich würde empfehlen, oben links oder oben rechts und dann unten parallel. Und dann erstmal leicht, ganz leicht festziehen, dass es sich auch nicht verzieht. Und wenn man es dann festzieht... Newtonmeter würde ich jetzt pauschal sagen.
23 bis 25. Dann, wenn wir das festgestoppt haben, wieder den Stecker hin anschließen. L-Druck. Genau. Zack, zack. So geht es. Dann bauen wir die Halterung für die Lichtmaschine wieder ein. Genau, ich habe jetzt die Schrauben hier markiert, dass ich weiß, wo die rein können, weil die sind auch unterschiedlich lang. Handfest natürlich. Ich weiß nicht, es gibt ja BMW, die wo es zum Stecken haben und einmal zum Schrauben. Erst Plus und dann Minus. Aber das ist eigentlich relativ egal, weil die Batterie ist eh nicht angeschlossen. Sollte man am Anfang auch abstecken, nicht dass es dann das macht. Sollten wir auch nicht zu fest anziehen, handfest. So, jetzt kommt der schwierigste Teil, Lichtmaschine. Als erstes eine Schraube durchstecken, da wo ich auch manchmal verzweifle, weil sie nicht will, so wie ich denke. Und jetzt noch ein bisschen. Und natürlich aufpassen, dass man sich das Gewind nicht zusammen macht. Ja. Endlich! Sollte man nicht zu fest machen. Dass man es noch bewegen kann. Ja. So, jetzt kann man es auch fest schrauben. Ein bisschen minimal überhand fest. So, jetzt habe ich ja, bevor ich den Riemen runter habe, habe ich hier eine Zeichnung gemacht. Also ich kann es erkennen, ich weiß nicht, ob man es. Kann man ein bisschen erkennen. Gut. So. Aber gut, ich blende eine Darstellung rein. Dass die Leute sehen nochmal. Oh. So, kann das Ding jetzt irgendwie drehen? Fest ist er? Fest ist er. Ja, da geht ein bisschen bescheiden. So. Jetzt probieren wir mal. Na, Batterie noch. Batterie. Ja. Pass auf, deine Bändchen. Na, Lampe. So. Wir haben jetzt gerade geguckt. Alten Motor laufen lassen. Ja, wenn Gas gegeben, aus an. Anscheinend ist es jetzt dicht. Also ich sehe jetzt nicht mehr, dass es an der bestimmten Stelle raustropft. Ich zur nur, also zur Kontrolle, dass man auch sicher gehen kann, mal Viertelstunde laufen lassen. Abstellen, weißes Papier oder Pappe drunter legen und schauen, ob er wirklich dicht ist. Zuvor aber, so wie wir es gemacht haben, alles weg reinigen vorher den Motor. Genau. Ja. Nee, aber anscheinend ist das jetzt alles dicht. Und jetzt bin ich erstmal zufrieden. So, das war jetzt das Video zum Thema Dichtung zwischen Ölfiltergehäuse und Motorblock. Also wie man es tauscht und ja, ich sag nur dazu, sauber arbeiten, alles schön sauber machen danach, Motorblock dann eventuell mit Bremsenreiniger noch sauber machen, dass man auch dann danach sehen kann, ob das Ganze dann dicht ist. Bei unserem Fall ist es jetzt zum Glück dicht und was ich noch dazu sagen möchte, wäre vom Vorteil, wenn ihr im Gegenzug gleich einen Ölwechsel mitmacht, Ölwechselvideo, wie man das macht am M43 oder M44, M42 oder wie auch immer an allen BMW-Modellen, verlinke ich hier oben in der Infokarte das Video dazu und ich sage jetzt Servus und Ciao.